Es gehört schon mehr dazu als nur das Klicken der Kamera. Damit ein Bild auch in sich stimmig ist, braucht es den richtigen Aufbau. Denn knipsen kann ja jeder. Das Fotografieren ist eine Kunst, die erlernt sein möchte. So kommt es unter anderem auf das richtige Licht, die Belichtungsdauer und die Blende an. Doch was sich jetzt so kompliziert anhört, das ist es eigentlich nicht. Corinna Trummer ist bereits zahlreichen Elsterstädtern ein Begriff. Denn seit vielen Jahren ist sie als Fotografin der MZ tätig. Doch nach 20 Jahren suchte sie eine neue Herausforderung. Die große Leidenschaft zur Fotografie ließ sie sich mit einer Fotoschule selbstständig machen. An interessierten Hobbyfotografen mangelt's ihr nicht. Und die Workshops mit unterschiedlichsten Thematiken sind beliebt. Also geplant sind immer pro Workshop circa 6 Stunden. Das schaffen wir nie, also wir überziehen immer, weil wir doch immer viele Ideen versuchen umzusetzen. Geteilt ist der ganze Workshop in Theorie- und Praxisteil. Also heute haben wir begonnen, dass ich den Teilnehmern ein Arbeitsblatt gegeben habe mit 10 Aufgaben, die sie erledigen durften. Pro Aufgabe hatten sie circa 10 Minuten Zeit gehabt. Danach haben wir uns getroffen, haben einen Theorieteil gemacht, wo es dann wirklich darum ging, Bildaufbau, Funktionsweise der Kamera, was Blende, was Verschlusszeit bedeuten und sowas. Also ich habe es als hilfreich empfunden, weil man ja doch sehr unsicher ist, gerade nachher in so einer Gruppe, wo alle versuchen, gute Fotos zu machen. Man weiß ja nicht, wo man steht von der Leistung her. Und wenn man dann immer einen Ansprechpartner an der Seite hat, wo man mal kurz fragen kann, soll ich hier weiter links oder weiter rechts oder wie wird es denn nachher besser aussehen? Also das hilft schon enorm. Corinna Trummer kommt es nicht darauf an, schulmeisterisch den Job eines Fotografen zu erklären. Im Gegenteil. Sie lässt ihren Schülern die Freiheit, ihre eigene Kreativität zu finden. Ein Motiv kann man nicht nur auf eine Weise ablichten. Die Möglichkeiten gibt es derer viele. Nur sollte der Hobbyfotograf selber darauf kommen. Denn dann fängt er auch an zu verstehen, wie sein Fotoapparat funktioniert und wie er ihn richtig einsetzen kann. Also ich denke mal, die nehmen in der Auswertung ganz viel mit dafür, von diesem Workshop beziehungsweise auch von den Ideen der anderen Teilnehmer. Und also ich habe das Gefühl, die nehmen die Anregung, die ich gebe, also sehr gerne auf und versuchen es dann auch wirklich im nächsten Schritt umzusetzen. Also man versucht das, was man im ersten Lehrgang schon gelernt gekriegt hat, im zweiten Lehrgang dann besser zu machen beziehungsweise auch in der Freizeit schon besser zu machen. Natürlich gibt es von ihr immer den einen oder anderen Tipp. Doch am Ende sollte das Ergebnis nicht von ihr kommen, sondern von dem Teilnehmer. Am Ende des Workshops ist es dann immer so, dass dann die Teilnehmer ihre eigentlich 10 besten Fotos aussuchen sollen. Heute waren es irgendwo zwischen 20 und 30 Fotos, die wir dann gemeinsam besprochen haben und ausgewertet haben. Wie geht man nach Hause, wenn man dann aus so und so vielen Fotos dann die 10 oder ich habe gehört 20 oder 30 waren es wohl, schönen Fotos dann die rausgesucht hat? Wie geht man dann jetzt nach Hause? Also erstmal mit ganz vielen Eindrücken und mit noch mehr Fotos, als da jetzt eigentlich rausgesucht waren. Und ich versuche jetzt für mich die Bilder nochmal am PC nachzubearbeiten und dort nochmal ein bisschen mehr rauszuholen und rauszukitzeln. Und mal schauen, was dann dabei draus wird. So ein Workshop dauert in der Regel zwischen 4 bis 6 Stunden. Das klingt fürs Erste sehr lang und anstrengend. Doch mit jedem Foto und jeder Einstellung verfliegt die Zeit immer schneller. Die Teilnehmer, teilweise bereits jahrelang der Fotografie verfallen, können sich endlich richtig Zeit nehmen, sich auf das Motiv einlassen und verschiedene Blickwinkel ausprobieren. An diesem Tag stand das Arbeiten mit einem Model im Mittelpunkt. Doch Corinna Trummer besetzt noch viele weitere Themenfelder. Also ich mache alle Fotobereiche, die es gibt, von Langzeitbelichtung, von Sportfotografie, wo wir im Kanupark immer Kleeberg gewesen sind, wo dann die Models sozusagen vor uns den Kanukanal runterfahren. Ich mache Naturfotografie, heute Porträtfotografie. Ich gehe auch in Unternehmen rein, mache auch Wirtschaftsfotografie. Also ich biete alles an, was gefragt ist. Heute gab es gerade die Anregung, mal einen Schwarz-Weiß-Fotokurs zu machen, wo ich gesagt habe, werde ich sehr gerne umsetzen. Das Feedback seitens der Teilnehmer ist groß. Also ich habe wahnsinnig viel gelernt, hauptsächlich Dinge, auf die man beim Fotografieren achten muss.
was man bisher eigentlich völlig ignoriert hat, um gewisse Bildeindrücke zu erzielen, wie das Model zu stellen ist, wie man die Kamera führt oder hält und was auf dem Foto nachher drauf sein soll und was nicht. Wer nun ebenfalls Lust aufs Fotografieren bekommen hat, der kann sich ja bei Corinna Trummer melden und an einem der nächsten Workshops teilnehmen.